Ich würde dann auch ganz gerne gleich mal hier zur Tat schreiten und die Leute ganz, ganz kurz mal vorstellen. Und dann fangen wir auch gleich mal an der rechten grünen Seite mit der Dame der Runde an, Melanie Kalkowski, Spitzenkandidatin in Nordrhein-Westfalen im letzten Bundestagswahlkampf, 35 Jahre, zwei Kinder, Diplom-Finanzwirtin. Melanie, willkommen, schönen Dank, dass du da bist. Wir machen die Reihe rechts runter an der Seite. Nee, machen wir nicht. Ich mache das einfach nach den Kärtchen, die Gott sei Dank wieder die Richtlinien sind. Dann haben wir ganz, ganz außen an das, der nicht bei den Piraten ist. Das ist der Herr Franz Rother, stellvertretender Chefredakteur der Wirtschaftswoche, der uns hier hoffentlich ein wenig von der externen Sicht der Dinge erzählen kann und wie die Presse eigentlich oder warum die Presse uns so runtergeschrieben hat. Wird ein ganz großes Thema werden. Dann direkt daneben Johannes Thun, der Duisenberg, ihr kennt ihn alle, der öfter und gerne mal Faxen macht, auch hier auf dem Podium. 46 Jahre Musiker, Themenbeauftragter der, oder für Kultur und Medien. Jetzt gibt es nur noch zwei, die fehlen. Wir sollten hier gleich über den Weg laufen. Joachim Paul, Dr. Joachim Paul, Fraktionsvorsitzender der Landtagsfraktion der Piraten, 56 Jahre alt, ein Kind, Biophysiker und Medienpädagoge. Den Spruch habe ich nicht ganz verstanden, aber Medienpädagoge klingt interessant genug, um mal nachzuhören, um mal nachzuhören, warum wir es medientechnisch nicht auf die Beine gestellt haben. Und ganz außen, ich freue mich auch besonders, dass er da ist, Achim Müller, 49 Jahre, zwei Kinder, IT, im IT-Bereich unterwegs, mehrere Jahre Landespressesprecher der Piraten hier in NRW, war bei dem Landtagswahlkampf 2012 dabei, hat eine entscheidende Rolle gespielt, hat dann im Jahr 2013 in den Sack gehauen. Wir werden ihn mal fragen, wie es dazu kam und was die Idee dabei war. Soviel zur Einführung und jetzt können wir gleich mal in Medias Res gehen. Denkt bitte an die Mikros hier, jetzt seid ihr alle gleich mal dran. Und wir fangen auch dann auch mit der Dame der Runde an. Das gehört sich einfach so, dass sie auch die erste Frage kriegt. Wir sind eigentlich hier heute, um Kritik zu üben. Insgesamt an den Piraten und auf mehreren Bereichen, in mehreren Slots und in mehreren Ereignissen. Wenn du an den Bundestagswahlkampf zurückdenkst, was haben die Piraten richtig gemacht? Ja, sie haben auch was richtig gemacht, das stimmt. Kritik ist ja immer beides zu betrachten, das, was gut gelaufen ist, das, was schlecht gelaufen ist. Bemüht waren wir auf jeden Fall alle. Ich habe sehr viele engagierte und bemühte Piraten erlebt. Und ich denke, dass wir heute hier sind, dass aus dem Bemüht auch was Erfolgreiches wird. Bemühen ist ein bisschen wenig, ne, fürs richtig machen. So negativ will ich das auf jeden Fall nicht sagen. Also wenn ich an meine Mitkandidaten alleine denke, wir haben uns direkt ein, zwei Wochen danach getroffen, haben das erste Wochenende miteinander verbracht, haben da eigentlich intern super miteinander geredet, haben uns kennengelernt, davon sind auch einige heute hier. Jens habe ich gesehen, da vorne sitzt Christina. Wir haben viel beschlossen und wir haben auch gut zusammengearbeitet und viel gemacht in der Zeit. Nichtsdestotrotz, finde ich, fehlte so ein bisschen der Rückhalt. Also definitiv der Rückhalt für uns Kandidaten. Jeder hat sich nicht so wirklich ganz getraut, uns wirklich nach vorne zu stellen. Es gab ja immer die Frage, Themen oder Köpfe. Hier in NRW haben das dann mit mir mal ganz gelassen. Das ist zum Beispiel ein Thema, das immer wieder aufkam. Warum hören wir gar nichts von euch? Warum werdet ihr nicht präsentiert? Und auch der Rückhalt, wenn man einfach ein bisschen mutiger nach vorne gegangen ist. Also sobald wir was gemacht haben... Wir reden über das, was wir richtig gemacht haben. Über das, was wir richtig gemacht haben. Nicht, was wir falsch gemacht haben. Das haben wir alles richtig gemacht. Harald ist heute auch hier. Wir haben auf jeden Fall eine tolle Kampagne mit dem Piratenbus gestartet. Wir haben ja noch mehr gute Sachen gemacht. Wir hatten zum Beispiel unsere Interviewreihe an den abhörsicheren Orten. Ich fand, die kamen gut an. Damit haben wir lokale Medien erreicht. Wir haben das mit dem Bus erreicht. Wir haben viele Aktionen gestartet in NRW. Ich fand, da waren sie sehr präsent. Das ist alles gut gelaufen. Okay, danke. Das war gerade den Herrn Rother.
Man redet immer von der Filterblase der Piraten, also dass die sich quasi... Wie ich das? Ja, scheint so zu sein. Da gibt es die alle. Da kriegt sie gerade die auf. Ich mache das mal so und hole mir gleich einen... gib mir den mal da. Das ist vielleicht besser. Man spricht immer von der Filterblase der Piraten. Das heißt, sie kümmern sich nur um sich selber und ihre Blickweite trägt eigentlich nur so weit, wie der Piratenblick reicht. Sie als Außenstehender, welcher Skandal in Anführungszeichen der Piraten aus dem letzten Jahr ist Ihnen auf Anhieb noch präsent? Ja. Da gab es eine Affäre, die mit den sexuellen Gewohnheiten einer Parteimitglied zusammenhängen. Das ist im Gefängnis geblieben. Personelle Veränderung vor allen Dingen. Kommt und geht von Kandidaten im, weiß der Teufel, Wochenrhythmus. Ich hörte von Kollegen, die sich auch mit den Piraten intensiver auseinandersetzen als ich, die dann gelegentlich klagten, mit denen ich vorgestern noch gesprochen habe, mit meinen Amt und Würden. Und irgendwann haben sie dann einen gewissen Abschlussdruckseffekt. Das passiert ja in anderen Gruppierungen, in den Parteien ja auch. Oder? Nö, aber nicht in der, in dieser Intensität. Ich kenne keine andere Partei, wo das so wild daherkommt, wo im Prinzip im Wochenrhythmus passt. Leute kommen und gehen. Ich bin beruhigt, dass jetzt nicht fünf dieser Skandale, die für die Piraten immer ein Skandal waren, ja, dass jetzt nicht fünf dieser Skandale aufzählen können. Ja, Skandale in dem Sinne wird sicherlich noch mehr gegeben haben, aber irgendwann schalten sie ab, weil sie denken, diese ganzen Kleinigkeiten, das ist doch Kasperletheater. Möchte ich mich als Medium, wir sind ein Wirtschaftsmagazin, nicht auseinandersetzen. Ich möchte sozusagen konstruktive Beiträge hören und davon kam zu wenig. Kommen wir gleich. Nächste Frage, Johannes. Johannes, wie wird man eigentlich den Baumstoffen? Ist für mich ein Problem zu besiegen. Ja, das ist auch nicht wirklich gut kommuniziert worden. Also Themenbeauftragte sind normalerweise, es gab da auch Ausnahmen, so geworden, man hat in die Arbeitsgemeinschaften oder in die Arbeitsgemeinschaft reingehört und man hat sich untereinander verständigt, wer macht das, hat das dann in einem Pad vorgeschlagen und die Regelung war, wenn es keine direkten Gegenkandidaten gibt, dann wird diese Person beauftragt, weil man von einem gewissen Konsens ausgeht, von den Piraten, die sich in diesem Thema bewegen. Das ist dann auch schon von, auch gerade hier aus der NRW, von einer bestimmten Person dahingehend konterkariert worden, dass diese Person sich einfach auf alle Themenbeauftragten mal beworben hat. Wie bist du den Themenbeauftragter geworden? Naja, ich habe irgendwann die Zauberfee am Morgen und habe gesagt, hier bist du Themenbeauftragter. Nee, also das lief dann schon so. Wir haben in der Arbeitsgemeinschaft der Kulturpiraten darüber gesprochen. Ich habe mich da auch angeboten, weil ich ja die AG Kulturpiraten ja auch gegründet habe und vernetzt habe, initiiert habe, habe die Mailinglisten eingerichtet, die Wiki-Seite gemacht, immer wieder Leute angesprochen in den Landesverbänden, wer hat Interesse, wer macht mit. Und da waren viele, viele tolle, gute Piraten, die sich da zusammengefunden haben. Da muss ich durch Einsatz hervorgetan haben. Habe ich vielleicht auch noch durch ein wenig Fachwissen. Ja gut, ich weiß halt, wie diese Partei funktioniert. Ich bin ja jetzt nicht seit gestern dabei. Und ich war schon immer so, es gibt Leute, die sagen, ich wäre ein toller Networker und andere sagen, ich wäre ein oller Strippenzieher. Da kann man sich jetzt aussuchen, wie man das betrachten will. Ich weiß, wie man Dinge initiiert, ich weiß, wie man Dinge anstößt und vor allem weiß ich, wie man sie am Leben erhält. Indem man halt immer wieder... Danke, reicht schon. Nicht immer Romane, bitte. Nächste Frage an den Dr. Joachim Paul. Joachim, wie würdest du deinen Führungsstil charakterisieren? Führung über Moderation und über Zielsetzung und über Diskussion natürlich. Ne? Man kann sich, wenn man eine Piratenfraktion führt, in dem Sinne Führung, wie das in der FDP bekannt ist, nicht leisten. Das geht nicht. In dem Moment wird man sofort, wenn man das macht, das ist überhaupt nicht mein Ansinn, das zu tun, das vorneweg. Ich würde eher über Konsens versuchen zu arbeiten und ich muss auch für die ganze Fraktion mal sagen,
so schlecht, wie es vielleicht manchmal auch in der Partei dargestellt worden ist, waren wir nicht in unserer Performance im Landtag. Es ist nur nicht so viel, wie wir es uns gewünscht hätten, nach außen gedrungen und manches hatte nicht seine Wirkung. Führungsstil durch Überzeugung, durch Diskussion. Und ich musste an der Stelle der Fraktion und der Partei auch mal was ins Stammbuch schreiben, ganz offen. Wir haben eine Vermeidungsstrategie, was umstrittene Themen in der Gesellschaft angeht, was wirtschafts- und sozialpolitische Fragen angeht, müssen wir Position beziehen. Alles andere ist Feigheit vor dem politischen Gegner. Und da habe ich mich auch auf dem Fenster gelegt und Prügel dafür gekriegt, weil ich das eben getan habe. Du meinst den offenen Brief? Den offenen Brief, den ich da unterzeichnet habe. Ja, man kann lange darüber diskutieren, wie sinnvoll das war. Und ich sehe die Sachen heute auch viel differenzierter. Ich habe das auf dem Landesparteitag schon gesagt. Für mich gab es ein ausschlagendes Motiv. Da gibt es eine Gruppe international anerkannter Wirtschaftswissenschaftler. Wir sprechen aber den offenen Brief gleich. Wir sprachen erstmal über deinen Führungsspiel. Du hast mich gerade danach gefragt, jetzt muss ich dazu aber auch antworten. Der Spiegel schrieb, dass du der vielleicht mächtigste Pirat Deutschland. Das ist und ein bisschen bollerig und hochintelligent und was da sonst noch für ein Quatsch drin stand. Ich habe das aufmerksam gelesen, weil das ist genau die Politik 1.0 Berichterstattung. Okay. In einigen Punkten war das richtig, was da drin stand, aber auf der anderen Seite hat man nicht verstanden oder wollte nicht verstehen, wie diese Partei zu interpretieren ist. Natürlich haben wir ein Interesse an Macht, ich zumindest in dem Sinne. Man muss sie nicht lieben, aber man darf sie mal anfassen. Man möchte ja politisch was bewegen und das geht ohne Macht und Mehrheit nicht, ganz klar. Okay, aber machen wir gleich weiter. Ich würde gerne den Achimann nochmal zu Wort kommen lassen. Achim, du bist nach der AV meiner Zahlen, du bist auf der AV meiner Zahlen, du hast dich auch für die Liste beworben und bist dort auf dem Listenplatz 11 gewählt worden. Der hätte bei einem 5%-Ergebnis, also bei Einzug der Piraten, auf der kleinsten Kante nicht ausgereicht. Du hast nach der AV meiner Zahlen dann auch, ich sag mal, die Konsequenzen gezogen. Mal gesetzt den Fall, du wärst an 1 oder 2 gewesen. Wäre das Ergebnis anders gelaufen? Wäre das Ergebnis besser gewesen für die Piraten? Also ob die Prozentzahlen sich deutlich nach oben bewegt hätten, kann ich nicht beurteilen, weil es ist ein Unterschied, ob du in einem Land, in einem Bundesland als Pressesprecher tätig bist oder ob du auf Bundesebene Dinge organisieren kannst. Was ich definitiv weiß, ist, dass viele Dinge innerhalb des Landesverbands wesentlich besser und professioneller gelaufen wären, ja. Glaubst du, du bist unter Wert verkauft worden dort auf der AV? Ich weiß jetzt nicht, ob ich auf der AV unter Wert verkauft worden bin, weil ich habe am Sonntag da eine ziemlich schlechte Performance hingelegt, das weiß ich selbst. Ich war einfach Samstag ziemlich enttäuscht von dem, was überhaupt auf der Aufstellungsversammlung und auch kurz davor passiert ist. Das habe ich am Sonntag auch versucht auszudrücken. Ich denke, was einfach schlecht gelaufen ist oder was mich persönlich am meisten gestört hat, war, dass ich da so... Wobei es soll ja eigentlich nicht um mich gehen, es soll ja um die Partei gehen. Dass also Leute, die über Jahre hinweg, da bin ich ja nicht das einzige Beispiel, über Jahre hinweg konsequent gute Arbeit geliefert haben, teilweise auf einem Listenplatz 30 oder 40 gelandet sind und auch die Art und Weise, wie gewählt wurde auf der Aufstellungsversammlung, also unser Approval Voting, was möglicherweise gut ist, was aber auch dazu geführt hat, dass viele, also ich habe mal eine Statistik dazu gemacht, nur die ersten 16 Kandidaten haben überhaupt das Vertrauen von, ich glaube, mindestens 25% der AV bekommen am Samstag. Und das sind einfach Signale, wo ich mir dann denke, ist das eine Partei, in der wirklich versuchen, alle zusammenzuarbeiten. Okay, wo hängt es denn? Wenn die wirklich guten Leute auf Platz 30 landen, also im Prinzip chancenlos sind, wo hängt es denn? Was muss anders werden oder besser werden? Also ich glaube, dass wir uns in einigen Bereichen nicht einfach was vormachen müssen. Also wenn wir zum Beispiel davon reden, dass bei uns jeder was werden kann oder dass Basisdemokratie zählt oder dass wir ein ausgeklügeltes Bewerbungsverfahren haben, dann stimmt das so einfach nicht. Das kann man ganz einfach auch daran erkennen, dass Leute ohne großen Aufwand auch weiter vorne gelandet sind. Also ich meine, das klassische Beispiel ist Alexander Reinsch, der hat am Samstag seine Kandidatur offiziell erklärt und war dann auf Listenplatz 10. Und ich kenne viele Leute, die über Wochen und Monate hinweg durch ganz NRW gereist sind und Werbung für sich gemacht haben. Das ist einfach dann, das ist eine Ohrfeige für die. Ich sag mal, das liegt aber, sag mal, das ist das Risiko des Geschäfts eigentlich. Spricht da nicht auch, sag mal, so ein bisschen Verletztheit?
Nee, man soll dann nicht hingehen und den Anspruch an sich haben, dass man also versucht, zum Beispiel bei einem Kandidatenportal und einem Kandidatengrillen und einer Befragung wirklich gute Leute zu selektieren, weil das funktioniert dann offensichtlich auf die Art und Weise nicht. Herr Rother, in der Partei selber, bei den Piraten selber, ist die große Diskussion oder der große Grund, warum wir bei der Wahl so schlecht abgeschnitten haben, die Presseberichterstattung. Die Medien haben uns runtergeschrieben. Sie sagen schon die ganze Zeit, nö. Wie ist es denn wirklich? Nein. Also ich kann natürlich jetzt nur aus Sicht unserer Redaktion darüber sprechen. Wir haben junge Kollegen, die sich sehr früh auch für das Thema Piratenpartei interessiert haben, sehr offensiv dort hineingegangen sind, auch sich mit Sachthemen dort auseinandergesetzt haben. Ich hatte fast schon den Eindruck, die wollten Mitglied hier werden, also sehr positiv gestimmt waren, die sich dann allerdings über der Beschäftigung mit der Partei, und ich habe es ja hier jetzt auch schon in dieser Runde gemerkt, es geht ja eigentlich gar nicht um das Thema, habe ich jetzt auch wieder den Eindruck, es geht um Eitelkeiten, es geht um Karriere, Machtpositionen. Ich als Beobachter, und ich kann ja genauso gut argumentieren als Wähler, erwarte ich, dass wenn ich den Piraten die Stimme gebe oder wenn ich über eine Partei wie die Piraten berichte, dass sozusagen dort meine Meinung aufgenommen wird und mein Mandat mit Inhalten gefüllt wird. Im Landtag, im Bund, wo auch immer, dass man versucht als Parteivertreter dann eine bestimmte Position zu beziehen zu Sachthemen. Aber ich habe es ja eingangs schon gesagt, sehr oft ging es um Persönlichkeiten, Auseinandersetzung innerhalb der Truppe und das macht die Sache nicht sympathischer. Und da finden Sie natürlich sehr viel Angriffsfläche. Irgendwann gleitet das dann ab von der Sachberichterstattung in eine Polemik hinein oder an Äußerlichkeiten, Nickeligkeiten in den Vordergrund gezogen werden, weil es an Substanz, an Sachthemen einfach fehlt. Jetzt gibt es eine Diskussion hier fängt gerade an, dass man eben von diesem Themen statt Köpfe oder das zumindest dieses Prinzip Themen statt Köpfe diskutiert wird. Das heißt also, dass man eher weg von jeder Menge überfrachteter Sachthemen kommt, hin zu einer eher persönlichkeitsorientierten Wahl oder Kandidatenvor- oder Aufstellung. Johannes, Köpfe und Themen oder Köpfe statt Themen doch falsch und Themen statt Köpfe richtig? Also die Vera F. Birken, die hat mal gesagt, das war eine Kommunikationsforscherin, sollte man mal auf YouTube sich anschauen, was sie dazu gesagt hat. Sie sagte, es gibt keine langweiligen Themen, es gibt nur langweilige Köpfe. Und Themen statt Köpfe ist so ein Mumpitz, weil letztendlich bewegen Menschen die Welt und nicht irgendwelche Themen. Ein Thema für sich alleine genommen hat kein Leben. Man muss es mit Leben erfüllen und deswegen müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie man Themen durch Köpfe, auch durch die Verknüpfung von Personen mit Themen weiterbringen. Das hat dann auch was mit Authentizität zu tun. Ich bin Musiker, ich beschäftige mich innerhalb der Partei mit Kulturthemen im Schwerpunkt, jetzt gerade mit der Künstlersozialkasse, ein wichtiges Thema. Ich halte mich da zumindest mal für dahingehend glaubwürdig, weil ich in diesem Thema drinstecke, persönlich betroffen bin. Wenn ich jetzt anfangen würde und würde anfangen, Europapolitik zu machen, und überhaupt keine Ahnung von, dann würde ich mich lächerlich machen. Und da kommt jetzt so ein Punkt rein, wo ich manchmal den Eindruck habe, dass sich Menschen mit Themen exponieren und verknüpfen, wo eine gewisse Diskrepanz besteht in der Glaubwürdigkeit, in der Authentizität. Und da denke ich, sollte man Mechanismen entwickeln, auf der einen Seite Kompetenzen zuzulassen, auch anzuerkennen, aber auf der anderen Seite auch sagen zu können, hier pass mal auf, das was du da erzählst, das ist ja allenfalls Stammtisch, aber das ist nicht das Niveau, wo wir hin müssen auf dem Weg zur Professionalisierung. Okay. Wir haben jemanden dabei, der unmittelbar betroffen war. Melanie, du warst Kopf, du warst auch Thema. Wie siehst du das? Ja, etwas differenzierter. Also ich finde, die Themen sind definitiv wichtiger, aber im Wahlkampf werden einfach Menschen gewählt und das habe ich immer wieder erfahren an den Infoständen, bei den Podien, dass
dass die Menschen nicht rein nach Vernunft, rein nach Thema wählen, sondern dass sie eben auch die Menschen dahinter sehen wollen. Und das haben sie hier bei uns Piraten eben nicht wirklich gehabt. Sie haben halt nur diese personellen Veränderungen immer wahrgenommen. Es gab ja in der Tat viele Veränderungen im Bereich der Presse, im Bereich der Wahlkampfkoordination, im Bereich des Landesvorstands, sodass eben häufig einfach immer wieder die Frage war, ja, wer steht denn jetzt für die Piraten? Also einmal thematisch fehlte so ein bisschen das Profil, genau, die Kontinuität, sagt Duesenberg gerade, und es fehlten eben auch die Menschen, die dahinter standen. Es kamen dann immer wieder die Fragen, die Menschen, die wir kennen, warum sind die nicht mehr da? Und das hätte man sicherlich ein bisschen auch nach vorne stellen müssen, zusammen mit den Themen. Ich frage mich aber auch immer wieder mal, wenn ich mal provozieren wollte, wofür stehen denn die Piraten eigentlich, außer für Streit oder für Internet? Joachim, du wolltest auch noch was dazu sagen. Ja, das ist jetzt eine super spannende Frage, auf die ich auch gerne eingehen würde. Ich würde nur noch was zu Themen Durchköpfe sagen, weil das ist, glaube ich, genau das Richtige. Wir haben nämlich den großen Fehler gemacht, angesichts einer sehr personalisiert geführten Bundestagswahl, Steinbrück-Merkel, wo im Prinzip Inhalte ja bis zu einem winzigen Teil beliebig austauschbar waren. Ne? Den Fehler zu machen, sagen für uns sind Themen wichtig. Das ist richtig. Aber man muss dabei auch anerkennen, was Johannes gesagt hat, dass ein Thema immer durch einen guten Kopf transportiert wird. Und da haben wir einen Fehler gemacht. Wir haben quasi das Pendel in die andere Richtung ausschlagen lassen und gesagt, für uns zählen jetzt in Anführungszeichen nur die Themen. Und das war falsch. Wir hätten Themen und Köpfe als ein organisches Gesamt präsentieren müssen als Paket. Und das haben wir nicht in dem Maße gemacht, wie wir es hätten tun müssen. Also Themen und Köpfe. Themen und Köpfe hört sich für mich jetzt auch schon wieder an wie ein komplett billiger Kompromiss. Das ist weder Fisch noch Fleisch. Entweder du hast Themen oder du hast Köpfe. Was soll das? Du machst einen Gegensatz, der nicht existiert. Ne? Vielleicht kann ich jetzt mal ein bisschen was aus dem Wahlkampf 2012 berichten. Wir haben damals versucht, ein Spitzenquartett zu etablieren. Also die etwas Älteren unter euch werden sich noch daran erinnern. Daraus wurde dann ein Quintett, damit auch eine Frau dabei ist. Das ist uns trotz des Versuchs, alle fünf Leute immer wieder bei den Medien unterzubringen, nicht gelungen. Wer gefragt wurde, war Joachim, als damals Nummer 1 Spitzenkandidat. Das war die Person, die bekannt war. Das war aber auch nachvollziehbar für die Medien, weil Joachim hat damals 2012 als Person einfach überrascht. Er war nicht der typische Pirat. Er ist vom Äußeren her, von seiner Sprache her, von seiner Kultur her. Also ich schmiere jetzt ein bisschen um Bart, aber das wird gleich aber böse kommen. Das sind aber nicht hier. War er einfach, ja, er hatte Charisma und er war im Kopf. Er stand für etwas. Und deswegen war er gefragt. Und was ich 2013 erlebt habe, ich habe ja so hinter den Kulissen auch noch so ein bisschen versucht, was zu machen. Wir waren beliebig und austauschbar, und zwar überall. Ich habe auf irgendeiner Mailingliste mal geschrieben, die Piratenpartei hat nirgendwo Identifikationsmerkmale gehabt 2013, außer bei den Streitereien. Wir haben weder von den Themen her Alleinstellungsmerkmale gehabt, wir haben von den Köpfen her keine Kontinuität gehabt. Es gab im Sommer mal so den Hauch, als die beiden Domscheit-Bergs in den Talkshows waren. Die Anke war, glaube ich, bei Lanz. Nee, die Anke war bei Hilner. Das war die Sache mit dem feuchten Traum der Stasi. Und eine Woche später war der Daniel bei Lanz. Der war so beeindruckend, dass der Lanz sich sogar dann zum Schluss zu dem Spruch hat hinreißen lassen, ja, vielleicht haben die Piraten ja mehr als 2% verdient. Was aber gemacht wurde, war, es wurden wieder 10, 12, 15, 20 Leute versucht zu positionieren und es sind 20 Themenflyer zu allen möglichen Klamotten rausgebracht worden, anstatt dass man sich auf 2, 3 maximal Alleinstellungsmerkmale konzentriert. Und das hatte ich beispielsweise schon im April gesagt. Ich sage, lasst irgendwie den ganzen Rotz weg, sucht euch Sachen raus, an denen die Piratenpartei erkannt wird. Das war offensichtlich nicht gewünscht innerhalb der Partei. Ich hätte genau die Frage gestellt, warum glaubst du, hat keiner auf dich gehört? Also, jetzt muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hab das nie an die große Glocke gehängt. Ich habe also der Melanie häufiger E-Mails geschickt, ich habe dem Landesvorstand häufiger E-Mails geschickt, ich habe dem damaligen Pressesprecher häufiger was geschickt, ich habe auf der Kandidatenliste mal hier und da was losgelassen. Das ist dann alles irgendwie, entweder ist es untergegangen oder Leute haben es nicht gemacht, vielleicht weil es mit meinem Namen zusammenhängt, ich weiß es nicht, es ist mir auch ehrlich gesagt heute scheißegal. Vielleicht, weil auch Leute gedacht haben, das macht sich alles von alleine. Es macht sich aber nicht von alleine. Also da muss halt dann auch Arbeit kommen. Also ich habe beispielsweise
im April war so eine Hängerphase, da habe ich gesagt, fangt mal mit Vorträgen an. 8 Leute, jeder einen vernünftigen Vortrag, wo sich Bürger für interessieren, tingelt über die Stammtische, über die Lande, holt die Lokalradios an. Das war zu einem Zeitpunkt, als alles so in der Luft hing, als auf der Bundesebene nichts passiert ist, als auf der Landesebene kaum was passiert ist, damit die Leute sich einfach mal beschäftigen. Wir brauchen jetzt nicht in die Einzelheiten zu gehen, weil der Katalog ist sicherlich länger. Melanie, waren das schlechte Tipps in Summe oder was ist da passiert? Nein, das waren keine schlechten Tipps. Außerdem gehöre ich grundsätzlich zu den Menschen, die das sehr gut differenzieren können, was ich persönlich von jemandem halte, freundschaftlich, und was ich politisch daraus mache oder wie ich das sehe. Von daher höre ich erstmal grundsätzlich zu und entscheide dann, was ich mit diesen Tipps mache. Und da waren einige wertvolle auch von Achim dabei. Übrigens, das die du auch beherzigt hast. Ja, die ich auch teilweise beherzigt habe, unter anderem, das habe ich vorhin ganz vergessen, so eine Vortragsreihe hatte ich auch gestaltet und ist auch in den lokalen Medien sehr gut angenommen worden. Werde ich übrigens für den Kommunalkampf wieder machen. Was wollte ich sagen? Ja, diese Aspekte, die Achim genannt hatte, die hatte nicht nur Achim die Ideen, die hatten viele von uns und einige der Kandidaten werden sich zum Beispiel an Neumarkt erinnern. Jens sitzt ja da hinten, ich glaube, er war auch dabei. Wir haben diese Dinge angesprochen, wir haben diese Dinge auch mit dem WUFO angesprochen und in Neumarkt gab es dann auch richtig Stress, weil wir gesagt haben, wir müssen das endlich mal, wir müssen das anpacken. Bis dahin ist alles immer so ein bisschen torpediert worden, dass wir uns auf Bundesebene zusammenschließen. Wir haben dann selber so ein regelmäßiges Mumble ins Leben gerufen, wo wir uns dann mit den 16 Landesverbänden ausgetauscht haben. Das Ergebnis war aber, dass wir uns eben nicht einigen konnten, dass wir gesagt haben, wir brauchen eigentlich Leute, die wir nach außen präsentieren, aber es wurde eben nicht verbindlich basisdemokratisch festgelegt und so dümpelte dann doch jeder wieder vor sich hin. Offiziell nannte Sebastian Merz das, jeder in seiner Tonalität. Ein zweiter Versuch, den wir dann versucht haben zu etablieren, war das mit den Themenbeauftragten. Denn mein Thema ist jetzt nicht das Thema, wofür die Piraten gewählt werden, ganz sicherlich nicht. Aber wenn sie zu, oder wenn man grundsätzlich was zu Wirtschafts- oder Steuerthemen sagen möchte, dann fragen die Leute natürlich auch, ja und was ist ihre Position, was machen sie denn so? Die verstehen es eben nicht, dass wir anders strukturiert sind. Natürlich ist das immer ein guter Aufhänger, nochmal auf das Anderssein der Piratenpartei hinzuwirken, aber die wollen halt auch wissen, ist die Person, mit der wir uns jetzt unterhalten, kompetent? Herr Rutter nickt schon so. Und da kam eben die Idee auf, dass wir die Kandidaten auch nochmal etwas pushen mit ihren persönlichen Themen, mit ihren persönlichen Kompetenzen. Bei mir war das eben das Thema Steuerrecht, aber auch da kam wieder die Bremse vom WUFO zu sagen, nein, wir wollen diese Themenbeauftragten nicht. Also, ja, also wir haben uns darauf geeinigt, wir haben gesagt, okay, diese andere Schiene mit dem Spitzenteam, das klappt nicht, jetzt machen wir es über die Themen und versuchen einfach selber nach vorne zu drängen. Aber auch das wurde wieder torpediert und es kam immer wieder irgendeine kritische Stimme, dass jemand gesagt hat, nee, also jetzt wollen die Kandidaten auch noch nach vorne preschen, das kann ja nicht sein. Also, genau gesagt, das war aber eigentlich unsere Aufgabe, ich meine auch. Finde ich das ein bisschen merkwürdig. Ehrlich gesagt finde ich das ein bisschen merkwürdig, wenn jetzt der WUFO an allem schuld ist, das heißt also quasi die Schuld, oder die Gründe, nicht die Schuld, aber die Gründe dafür, 600 oder 700 Kilometer weiter östlich verschoben werden, und man sagt, naja, ich war ja nur quasi Spielball des Geschehens. Jetzt bin ich so schlau als WUFO. Da rede ich jetzt trotzdem mal einmal rein. Also ich habe nicht gesagt, der WUFO ist an allem schuld, aber an diesen beiden Punkten trägt er definitiv eine Schuld. Okay. Moment, da muss ich doch was zu sagen. Bitte. Das Ganze zeigte sich ja dann zum Ende dann ja auch in diesem WUFO-Beschluss, der die Themenbeauftragten zum 31.10. hat auslaufen lassen. Ohne Not wurde da ein Beschluss gefasst, ohne uns Themenbeauftragte da zu involvieren, im Vorfeld mal zu fragen, mal ein Resümee zu ziehen, was ist überhaupt passiert. Und das hat jetzt dann die tolle Situation, dass wir ohne Kandidaten mit Themen dastehen und ohne Themenmanager, ohne Themen. Also da muss ich sagen, das zeugt von einer absoluten politischen Unfähigkeit und mangelhaften Weitsicht, losgelöst von dem politischen Handwerk, dass man einem neuen Bundesvorstand, der sich ja zum allergrößten Teil in Bremen konstituieren wird, so einen Trümmerhaufen einfach nicht überlässt, weil das hätte man laufen lassen können bis zum Ende des Jahres und der neue Bundesvorstand hätte sich dann Gedanken machen können, welche Leute kann man wie, wo nochmal einsetzen. So sind jetzt ganz viele Themenbeauftragten letztendlich verbrannt und frustriert. Für mich das
Schlimmste Beispiel war die Ulrike Pohl, eine ganz, ganz tolle Frau, eine ganz tolle Themenbeauftragte mit Herzblut, das piratige Thema nach vorne gebracht hat und ihr Thema lebt. Und die hat gesagt, tut mir leid, Kinders, ich habe da keinen Bock auf parteiinternes Geplänkel und Gedöns, ich kann meinen Job auch ohne machen. Und das macht sie an. Ich würde an der Stelle auch versuchen, einen Punkt zu setzen, weil eben mehrfach das Wort Identifikation und vor allen Dingen auch Identität gefallen ist. Wir haben es nicht hingekriegt, ich will jetzt keine besondere Schuldzuweisung machen, über die Landesverbände und den Bundesverband ein griffiges Labeling für die Programmatik der Partei zu finden. Da wurde sich drüber gestritten, machen wir jetzt eine sozialliberale Politik des 21. Jahrhunderts. Also da kann ich nur lachen. Ich bin bei den Piraten eingetreten, weil die Piraten für mich die Partei der Informations- und Wissensgesellschaft sind. Und dann arbeite ich nicht mit den Labels aus der Industriegesellschaft. Da wurde sich immer wieder drüber gestritten. Sozialliberal. Alle fünf anderen Parteien im Bundestag haben sozialliberale Politik in der oder jeniger Ausgewichtung in ihrem Programm. Wie will man sich da abgrenzen? Wie will man da Identität erzeugen? Ich unterbreche das jetzt mal hier. Aber ist das der Grund? Es hätte vielleicht gereicht, sich als, ich sag mal, Bürgerrechtspartei des digitalen Zeitalters zu präsentieren. Wenn ich mir die Ergebnisse der FDP ansehe, da hättet ihr wunderbar doch hineingrätschen können. Da waren Potenziale enormer Art vorhanden. Aber ich möchte mich da nicht einmischen. Nur mein Eindruck hier aus der Runde ist, mich wundert, dass ihr überhaupt 2,1% erreicht habt mit diesem Durcheinander. Das ist schon ein Achtungserfolg. Ich höre. Themenbeauftragter, ihr habt einen Vorstand, ihr habt Themenbeauftragte, wunderbar. Ihr habt dann, man nennt das in anderen Parteien dann, weiß der Teufel, Sprecher, verteidigungspolitischer, finanzpolitischer Sprecher etc. pp. Ist doch wunderbar. Diese Leute haben dann doch die Chance, sich mit ihrer Kompetenz zu profilieren in der Öffentlichkeit. Um Gottes Willen! Doch! Gib ihnen doch wenigstens mal eine Chance für ein Ja, damit auch ja, Medienvertreter draußen überhaupt wissen, wer ist dieser Mensch, wofür steht er eigentlich? Und damit er auch Positionen erklären kann. Wenn sozusagen eine Themenbeauftragung nur für einen Tag, für eine Woche Funktion Sie tanzen nur einen Sommer. Dann kann das doch nicht funktionieren. Ihr redet ja jetzt auch, Fragestellung war ja ursprünglich, was haben die Medien, warum haben wir uns nicht wahrgenommen? Warum habt ihr uns nicht hochgejubelt? Wo? Genau, wen denn? Herr Paul, ja, den habe ich so gleich erkannt, als ich hier eben in die Runde kam. Hier und da sind noch ein paar andere, aber die meisten sind mir, Entschuldigung, nicht bekannt, auch namentlich nicht bekannt. Die braucht ihr, um Profil zu gewinnen in der Öffentlichkeit. Und dafür braucht es bei aller Basisdemokratie, die kann intern, die kann im Hintergrund laufen, aber gern Öffentlichkeit, muss die ausgeblendet werden. Entschuldigung, was war die Frage? Eine kleine Anmerkung dazu, also auch diese ganze Diskussion um Themenbeauftragte etc. Für mich war das so ein bisschen im letzten dreiviertel Jahr auch so der Ausdruck einer Hilflosigkeit. Wie man mit der Situation umgeht, da sind 2,1% aus der Niedersachsenwahl, da hat sich keine Sau für interessiert, offensichtlich, weil es gab kaum in der Öffentlichkeit die Überlegungen, woran liegt das denn, dass wir auf einmal von 10 auf 2,1% runtergegangen sind. Und dann sind die wilden Konzeptleute aufgetreten, haben gesagt, wir müssen jetzt hier was machen, da was etablieren, da einen ranholen, anstatt einfach mal wirklich simpel zu überlegen, was ist das Problem gewesen. Das Problem war, wir haben nichts geliefert. Punkt. Ende. Wahlkampf ist Vertrieb. Du musst ein Produkt, eine Ware, eine Dienstleistung an den Mann bringen. Und die Dienstleistung besteht nicht darin zu erklären, wie toll man twittern kann oder allgemein, sage ich jetzt mal, über einen neuen Politikstil zu philosophieren. Dienstleistung ist, zu einem aktuellen Tagesthema auch schnell was sagen zu können. Dass ihr anders seid, habt ihr vorher schon längst bekannt gegeben. Das möchte man nach einer gewissen Weile gar nicht mehr hören. Man möchte Positionen bezogen haben. Und das hat dann nicht stattgefunden. Und du sagst wir. Also das finde ich gerade sehr schön, dass du hier sagst. Ich bin ja Mitglied. Also. Du bist auch alt. Joachim, du hast selber gesagt, die Fraktion hat im ersten Jahr ihres Bestehens 145 Anträge gestellt, 10 Gesetzesentwürfe eingebracht, 309 Anfragen nochmal gestellt. Das heißt also, ihr habt doch geliefert eigentlich. Ja, wir haben geliefert. Aber nein, das, also man muss das, glaube ich, wirklich differenziert betrachten. Natürlich haben wir Fehler gemacht, da reden wir die ganze Zeit drüber. Aber man darf an der Stelle auch nicht die Augen davor verschließen, dass mit dem Einzug in den größten Landtag in Deutschland, dann auch mit 20 Leuten, so eine, Achtung,
hey, das ganze System könnte kippen, wir haben da eine sechste Partei auf dem Schirm und so weiter und so fort, dass man ab dem Zeitpunkt genauer hinguckt und guckt, was sind das für Positionen, die die haben, und jedes kleine Skandälchen, jedes geplatzte Kondom aufgreift, ist doch klar. Das muss man einfach verstehen. Wir haben das 2011 schon gesagt. Ich erinnere mich, Nico, da vorne sitzt er, im Landtagswahlkampf 2012 hat er immer von der Gefahr des medialen Ermüdungsbruchs gesprochen. Das war richtig. Das war klar, wenn wir in NRW im Landtag sind, kriegen wir Gegenwind. So oder so, ob der gerechtfertigt ist oder nicht. Und Ausdruck dieses Gegenwinds ist folgendes. Wenn wir eine Haushaltsdebatte im Landtag haben und es ist Elefantenrunde, wo wir in der Fraktion auch immer drüber debattieren, ob da nicht lieber der fachpolitische Sprecher dran soll. Das machen wir immer noch, weil wir Piraten sind. Aber wenn wir dann reden zu dem Thema und als kleinste Fraktion redet man am Schluss, und ich sag mal, ich habe angefangen bei der Eröffnung, erste Lesung, Haushalt 2014, um 13.35 Uhr. Um 13.37 Uhr hatte der WDR die Online-Zusammenfassung seiner Haushaltsdebatte bald online. Da war meine Rede gerade 2 Minuten dran. Das ist ein Punkt. Der nächste Punkt, wir hatten eine kleine Konkurrenzsituation im Frühjahr, kurz nach Ostern, bei des Fraktionsvorsitzenden Michel Marsching. Wir haben zu einem Pressefrühstück eingeladen. 25 Menschen und 3 Kameras waren da. Dann poppte das Thema NSA und Prism auf. Tempora und so weiter. Wir haben 4 Anträge in den Landtag eingebracht. 4, wie ich heute noch finde, sehr, sehr gute Anträge, bis hin zur Vertragsklage EU gegen Großbritannien wegen Tempora. Wir haben wieder zu einem Pressefrühstück eingeladen. Meine Wenigkeit und 4 Abgeordnete, die für die Anträge standen, waren da und gekommen ist genau 1 Pressevertreter. Also an der Stelle muss einem klar sein, es sind nicht nur wir, womit ich natürlich die Kritik an uns selbst, die wir auch üben, nicht schmälern möchte, aber dass wir Gegenwind kriegen, ist ganz klar. Und dann ist die Frage, wie wir damit umgehen. Ein Satz noch zum Schluss, Stichwort Benehmen, Twitter, Kindergarten, diese Geschichte. Wir erleben gerade in großem Stil, dass im Boulevardbereich gerantet wird ohne Ende. Pocher, Becker, okay, da kann man sagen, es war eine Inszenierung wegen dem Buch von Becker, aber Fußballspieler, die sich über Mobbing auf Facebook beklagen. Wir sind die Speerspitze dieser Geschichten. Wir haben diese Erfahrungen mit gegenseitigem Ranting auf Twitter schon gemacht. Wir sollten jetzt langsam die Konsequenzen daraus ziehen und den Leuten zeigen, wie man es richtig macht. Das wäre in der Tat zu wünschen. Ich würde jetzt in Anbetracht der Zeit, würde ich gerne auch das Saalmikro öffnen für alle, die eine Frage an das Podium haben, die gerne irgendwas loswerden möchten, die gerne was wissen möchten. Ihr müsst, glaube ich, das Mikro oben anschalten und Ich möchte noch eine Sache zu Prism sagen, weil das war eine Geschichte, mit der ich mich fachlich sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Die meisten von euch oder viele von euch werden das wahrscheinlich auch wissen, die Timeline kennen, diverse Beiträge wissen, die ich dazu geschrieben habe. Ich mache jetzt den Medien nicht den Vorwurf, dass sie nicht aufgegriffen haben, was die Piraten gemacht haben. Das Thema war einfach schwierig, weil es war abstrakt. Das erkennen die Medien übrigens jetzt auch, spätestens nach Merkel-Forum oder Merkel-Gate. Vorher haben sie es auch nicht erkannt. Ich habe damals schon gesagt, das Ding muss personalisiert worden, wie auch werden das. Wie auch immer, da müssen Gesichter, da müssen Opfer her. Ich habe ein Beispiel gebracht von einer Frau, die vor knapp zehn Jahren von der Homeland Security damals 6 Stunden verhört wurde, weil sie eine Amazon-Buchwunschliste hatte, auf der Bücher standen, die den USA nicht genehm waren. Vor kurzem war die Geschichte mit dem deutschen Schriftsteller, dem die Einreise in die USA zu einer Tagung verweigert wurde. Das ist von uns nicht personalisiert worden. Ich muss dir da jetzt widersprechen. Ich habe die Pressemitteilung und die Einladung von eurer Fraktion gelesen zu dem Thema. Ich als Interessierter habe nach dem ersten Satz gedanklich abgeschweift. Als Interessierter. Wie soll ein Journalist auf so eine Pressemitteilung reagieren, wenn er noch nicht mal voll, so wie ich, voll in dem Thema drin ist? Das ist wieder einfach, das ist schlecht verkauft worden. Da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich eben genannt habe. Man muss bestimmte Dinge richtig verkaufen. Okay, dann würde ich bitte den ersten zu Wort kommen lassen. Also da würde ich gerne 2 Sachen dazu sagen. Also, stell dir ruhig das Mikro ein bisschen höher, also ja, so unbequem ist. Steht uns mal so angewendet. Okay. Du hast gesagt, nach der Niedersachsenwahl und diesen 2,1% hätte niemand was gesagt. Doch. Da wurde sehr, sehr viel gesagt. In der Basis, wenn man das mal so nennen darf, wurde extrem viel darüber diskutiert.
Vor allen Dingen, weil es auch schon vorher diskutiert wurde, weil die ganze Basis, die hat gesehen, dass wir nur 2% kriegen in Niedersachsen. Das war nichts Neues. Also versucht nicht uns hier irgendwie irgendwelche Geschichten zu erzählen. Und das andere ist das mit der Aufmerksamkeit. Also ich kenne diese Pressemitteilungen und sonstigen Sachen nicht so besonders gut. Ich bin aus Berlin und lese also hauptsächlich die deutschlandweite Presse und nicht NRW-Presse. Ich sehe auch den WDR nicht so, so oft. Ich habe von NRW nichts, in Worten nichts mitbekommen. Das ist aber nicht ganz so schlimm, weil ich kriege auch aus Berlin nichts, in Worten nichts mit. Und das alles den Medien anzulasten, ist ein wirkliches Foulspiel. Also ich habe nichts, hab nichts den Medien angelastet. Also ich habe die Medien ausgelastet. Ich habe da gar nicht dich jetzt unbedingt angegriffen, sondern ich wollte am Anfang nur sagen, in der Basis wurde sehr, sehr viel darüber diskutiert, wie das wohl werden wird mit Niedersachsen und sowohl vorher als auch hinterher. Nur alle Leute, die irgendeine Funktion hatten oder irgendeine Mandat in dieser Partei, haben nicht zugehört. Niemandem. Da gebe ich dir, roll ich den roten Teppich aus, gebe ich dir recht. Ich kann da kurz was zu sagen. Ich meine, bitte, ich kann mich da wunderbar anschließen, ist absolut richtig. Sie sind eine Partei. Es gibt andere Parteien im Landtag, bundesweit etc. pp. Wir haben eine Vielzahl von Themen, wir haben eine Vielzahl von profilierten Köpfen zu einzelnen Themen. Man muss sich anbieten mit Themen, den Zugang finden, Stichworte finden, Kontakte aufbauen, um die Leute neugierig zu machen. Und tut mir leid, dass wir jetzt keinen zu ihrem Frühstück geschickt haben. Im Nachhinein, das Thema ist jetzt deutlich stärker hochgekocht. Wenn ich aber gewusst hätte oder wenn wir gewusst hätten, welche Positionen sie beziehen und welche originellen Ansätze sie anzubieten haben, dann wäre es vielleicht eine Überlegung wert gewesen, dann doch einen Redakteur rüberzuschicken. Die Verkaufe gehört dazu, das Wort ist ja eben auch gefallen. Sie müssen sich auch als Partei verkaufen und mit ihren Themen und durchsetzen. In dem Wettkampf um die Nachrichten des Tages. Okay, Jill, ne? Ja, ich will da ein bisschen nachhaken, weil da sind zwei Ansätze. Zum einen das mit, man hört nichts von Ihnen. Es wurde ja sehr viel gesagt im Laufe der ersten Debatte, also vor dem Wahlkampf quasi, zu dem Thema NSA. Und Daniel ist, glaube ich, heute nicht da. Der hat eine ganz interessante Aussage gemacht, also aufgelistet, was wir alles denn gemacht haben. Und dass er immer noch trotzdem selber auch angefragt wurde, ja, sagen Sie aber was dazu, warum man nichts von Ihnen hört. Ja, aber wir haben Ihnen doch diese und jene Pressemitteilung, wir haben Sie dazu eingeladen und so weiter. Ja, aber das, ja, haben wir alles bekommen, aber warum erzählen Sie aber was dazu, warum man nichts von Ihnen hört? So, ich habe gerade gesagt, man, es gehört auch die Verkaufe. Ja, ja, schon klar, aber das würde ich nochmal trotzdem gezielter fragen, was passiert denn? Warum kommen Einladungen, Pressemitteilungen denn nicht an, was da fehlt? Und anderes, und das ist jetzt eine direkte Frage an die Journalisten, warum war für Sie das Thema vorher nicht wichtig? Also jetzt als Pirat habe ich ein Verständnisproblem, weil ich sage, Moment, das ist grundlegend, das ist wirklich, werden unsere Grundrechte angegriffen, es geht um Abwürgen, das kann kein Journalist kalt lassen. Ich meine, ich denke an Watergate, ich denke an solche Sachen. Und das ist in meiner Wahrnehmung, zumindest das, was ich von in der Presse mitbekommen habe, solange nicht Merkel betroffen wurde, weil, ja, gut, wir werden knapp gehört, aber irgendwie, ach, ich weiß nicht. Ist das so? Machen Sie sich Sorgen um Ihr Handy? Nein. Im Augenblick eher nicht. Fragen Sie draußen die Öffentlichkeit, wie sehr die sich bedroht fühlen durch NSA. Ich weiß nicht, 8%, 5% vielleicht. Das findet nicht statt. Es gab verschiedene Phasen in der Berichterstattung. Als es zum ersten Mal hochkam, Abhörmöglichkeiten haben wir uns auch sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Wir sind wirtschaftsweit. Wir haben natürlich dann gefragt, was bedeutet es für uns persönlich, aber auch für Unternehmen, Sicherheitsmaßnahmen, die dort ergriffen werden. Wie müssen die sich schützen gegen Werkspionage etc. pp. Das haben wir gemacht, auch sehr breit. Aber ich komme dann nochmal auf den Punkt zurück. Sie müssen dieses Thema permanent weiter kochen mit interessanten Nachrichten. Also ich weiß nicht, vielleicht auch mal einen Einblick in der Redaktionsarbeit zu geben. Sie treffen sich einmal am Tag, dort knallen Sie sämtliche Themen auf den Tisch, die sozusagen im Augenblick eine Rolle spielen. Was ist wichtig? Was müssen wir haben? Was wünschen wir uns? Was kriegen wir im Augenblick? Und daraus, aus diesem Wust von Informationen, stellen Sie dann ein Blatt zusammen, eine Tageszeitung. Ich habe
15 Jahre für Kölner Stadtanzeige in der Region hier gearbeitet, da läuft es genauso wie bei einer Wochenzeitung. Wir müssen nur ein bisschen weiterdenken, weil wir als Wochenzeitung uns von den Aktualitäten ja nicht überrollen lassen können. Wir müssen gucken, was können wir selektieren, was in der Woche darauf noch interessant ist. Und das heißt, wir brauchen pointierte Informationen, originelle Geschichten über Menschen, aber auch Themen, damit man das sozusagen auch plastisch schildern kann im Tagesgeschäft. Kollegen online sind nochmal anders, aber das ist ein Prozess der Selektion. Und dann haben Sie 1000 Möglichkeiten und dann können Sie im Prinzip nur eine herauspicken. Und wenn das nicht pointiert verkauft wird, dann trifft es wen anders, dann wird eine andere Information erforderlich. Kurz Johannes, danach kurz Achim, dann Melanie. Es liegt natürlich auch noch ein bisschen im Wesen der Piratenpartei, dass wir dann unter Umständen, wenn so Hotspots aufblocken wie jetzt das Merkel-Phone, dass wir ja nicht nur eine Pressemitteilung über den Bund rausgeben, sondern jeder Landesverband gibt noch eine Pressemitteilung raus und jeder Kreisverband gibt noch eine Pressemitteilung raus. Und da soll dann ein interessierter Journalist rausfinden, was ist denn jetzt tatsächlich die Meinung da von dieser Partei, weil wir es auch nicht bis jetzt organisiert bekommen haben, mal Kampagnenmanager, nenne ich es jetzt mal, mir fällt kein besseres Wort an, zu initiieren, zu sagen, du bist jetzt derjenige, der dieses Thema permanent medial und pressetechnisch beackert und nach vorne bringt, Kontakte knüpft. Läuft doch wieder auf den Themenbeauftragten raus im weitesten Sinne. Klar, wir müssen auch mehr, warte mal, ein Satz, wir müssen sowieso mehr Aufgaben aus den Gremien, sprich Vorständen, auslagern und auf Beauftragte übertragen, aus dem einfachen Grunde, wenn uns im Vorstand jemand ausfällt, der mit dieser Aufgabe betraut ist, dann dauert es ein Jahr, bis wir den austauschen können bei der nächsten Wahl. Einen Beauftragten, den kann man abberufen und kann einen neuen einsetzen. Das würde uns viel politischer machen, aber das ist jetzt ein anderes Thema, glaube ich. Das ist mal das Thema. Zwei Dinge zu dem, was er gerade gesagt hat. Also zum einen, ich muss die Journalisten an einer Stelle in Schutz nehmen. Journalisten müssen über alles und jeden berichten. Wir müssen über alles wissen, Bescheid wissen. Wir müssen nur zu einem Nischenthema Bescheid wissen. Ich habe die Erfahrung bei der Vorratsdatenspeicherung gemacht, dass Journalisten erst gegen Ende erkannt haben, was das für sie selbst bedeutet. Erst gegen Ende, das hat 2 Jahre gedauert. Warum sollen diese Journalisten heute innerhalb von 5 Tagen das Potenzial dieses Ausspähskandals erkennen? Da muss man mit diesen Leuten auch sprechen, Hintergrundgespräche führen und Dinge erklären und vermitteln. Nicht direkt mit dem Anspruch, dass man jetzt sofort Parteipresse dadurch erhält. Nummer eins. Nummer zwei, was Aktivitäten etc. angeht, das wird jetzt zu weit führen, die ganzen Details zu erklären, aber das kann man vielleicht in der Runde nachher mal machen. Fast zeitgleich gab es 2 Aktionen. Eine Aktion, der sitzt gerade noch vor mir, der Nico hat das mitgemacht, das war die Stop-Watching-EU-Geschichte. Also die Anfrage oder beziehungsweise der Versuch, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Großbritannien einzuleiten. Ganz kurz. Hier da in der Essensecke. Es wäre nett, ihr würdet eure Diskussion draußen machen oder aber hier zuhören, weil es hier gibt hier reichlich Leute, die zuhören wollen. Und die zweite Sache war eine Kampak-Aktion, die am gleichen Tag, an dem die EU-Geschichte rauskam, gestartet wurde. Kampak hat innerhalb von 24 Stunden 100.000 Unterschriften bekommen. Guckt mal heute auf die Stop-Watching-EU-Seite, wie viel da sind, da wird euch schlecht. Melanie. Zu den Hintergrundgesprächen ganz kurz. Volker steht ja auch in der Reihe. Also nur mal so als Information, genau das haben wir Kandidaten getan. Wir sind nach Berlin gefahren oder ich bin extra nach Berlin gefahren, um da die Kontakte aufzubauen. Wir haben für das Thema sensibilisiert, aber themenbezogen wollte man darüber einfach nicht schreiben. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Als wir das Ganze ein bisschen boulevardesk aufgezogen haben, Sasa ist heute hier, Jens habe ich gesehen, da haben wir Edward Snowden einen Mitgliedsantrag geschickt. Also mit 0 politischer Aussage der Piratenpartei, da waren dann natürlich zig Leute da. Sat.1 wollte mehrmals filmen, wie ich ganz langsam den Brief reinstecke. Also solche Sachen kamen dann gut an, aber natürlich alles sehr oberflächlich. Ich guck dir Ströbele an heute. Ja. Ströbele hat es besser gemacht. Sorry, mal eben nach Russland fliegen, weil jetzt in meinem Budget nicht mehr drin. Nein, ich habe das im Sommer... Ich habe im Sommer einen ganz kurzen Dialog mit Bernd, mit Blue Bernd. Ich höre keinen Mensch, aber ich spreche jetzt einfach mal weiter zu Ende. Also ich wollte an der Stelle nur noch mal darauf aufmerksam machen, dass wir durchaus Presse bekommen haben, wenn wir uns eben nicht mehr sachlich und themenorientiert verhalten haben, sondern wenn wir boulevardesk geworden sind. Mit ganz viel Glück
haben sich dann daraus Interviews ergeben. Weitere Termine, wo man dann auch noch mal ein bisschen intensiver auf das Thema einsteigen konnte. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat uns aber auch gefehlt, dass wir uns konzentriert haben auf manche Dinge. Klar, das mit dem Mitgliedsantrag kam gut an, die Untertagefahrt kam gut an, die Geschichte mit dem Flughafen, die wir gemacht haben, die kam im Nachhinein sogar noch gut an, was ja für Nachrichten eher untypisch ist, dass später darüber berichtet wird. Aber wenn ich an die ganzen Demos denke, und ich glaube, ich war bei jeder Stop-Watching-Us-Demo, hatten wir so ein bisschen das Problem, dass sich diese Stop-Watching-Us-Demos alle sehr zerfasert haben. Also ich hätte es zum Beispiel für Nordrhein-Westfalen viel schöner gefunden, wenn wir es geschafft hätten, das mal irgendwie zu konzentrieren. Und das sind dann, glaube ich, die Dinge, ich bin auch gleich schon fertig, wo wir mit Sicherheit mehr Nachrichtenwert hätten bekommen können, ohne dass wir Boulevardist werden. Wenn da dann nämlich nicht nur 100 Leute oder 56 in Erkelenz, da hinten sitzt da unser Veranstalter, der Gröderz, zusammenbekommen hätten, sondern wenn wir da wirklich mit 500 bis 1000 Leuten aufgelaufen wären. Und Achim sprach auch gerade die Stop-Watching-Seite an. Ich erinnere mich da auch noch mit Patrick, Nico, wir haben dafür Werbung gemacht und wie viele Unterschriften waren es? 3000, 3500, weil selbst innerhalb der Partei Leute waren, die irgendwas daran zu kacken hatten. Und das ist ein Ding, wir sind ja hier bei der Veranstaltung, wir müssen reden, dann sollten wir auch mal ein bisschen konkreter werden. Es kann nicht sein, dass wir jeden Tag 10-mal umdrehen, bis ihm wirklich jeder gefällt. Es ist einfach mal so, dass man auch mal was hinnehmen muss und sagen muss, okay, das ist jetzt eine politische Forderung, wir haben alle dieselbe Meinung, aber irgendjemand sträubt sich, dafür Werbung zu machen, weil irgendein Satz nicht richtig formuliert war. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum wir in manchen Medien nicht stattgefunden haben. Ja. Danke, ich würde die Runde bitten, bitte nicht mit 100.000 von irgendwie Einzelbeispielen zu kommen. Ich glaube, jetzt hier bei der Gelegenheit und zu dem Zeitpunkt wirklich niemand mehr weiterführen, sondern immer noch mal mehr verwirren und soll mal den Kopf anstellen lassen an Details. Harald. Danke. Wir haben jetzt hier diesen Blog, diese Podiumsdiskussion, Rückblick, Analysekritik. Speziell Analysekritik ist das, was wir jetzt hier haben wollen. Und ich habe festgestellt, dass wir uns insgesamt in der Piratenpartei noch viel zu wenig vertrauen. Sondern es gibt tatsächlich die Realität, egal ob das jetzt auf den Listen ist, ob das in Vorständen ist. Das Wichtigste ist zu schauen, welche Defizite haben die Leute, wie kann ich sie wieder in die Tonne treten oder wie kann ich ihnen das Leben schwer machen. Wir müssen einfach mehr Vertrauen haben und mit diesem Vertrauen können wir was erreichen, indem wir gemeinsam daran arbeiten. Und das ist für mich eben nochmal eine Frage auch an das Podium, was ihr euch vorstellt, wie wir dieses Vertrauen erreichen können. Weil wenn man eben sieht, Melanie hat eben gesagt, dieses erste Treffen der 10 Kandidaten nach der Wahl war sicherlich ein schönes Treffen, aber auch dieses Treffen hat zum Teil dazu geführt, dass eben danach Dinge erstmal in Frage gestellt wurden und Leute in irgendeiner Form auch wieder ja, irgendwie negativ aufeinander reagiert haben. Und das sind einfach Dinge, die das Vertrauen schaffen und miteinander an Dingen ziehen, gemeinsam versuchen, das Ziel zu erreichen und eben nicht erstmal zu gucken, wen kann man wieder in die Hacken treten. Johannes, bitte. Da möchte ich etwas zu sagen aus der Sicht eines passionierten Nicht-Kandidaten. Also ich habe nie für nichts kandidiert und hatte mal einmal eine Funktion, werde das auch nie mehr tun. Weil ich habe das im Hintergrund begleitet, habe verschiedene Kandidaten, ich sage es wie es war, Strippen gezogen im Hintergrund und habe bei der Gelegenheit festgestellt, dass wir Kandidaten hatten, die innerhalb der Partei gar keine Basis hatten, die überhaupt nicht vernetzt waren, die sogar in ihren eigenen Kreisverbänden irgendwie nicht wirklich bekannt waren und nicht mehr gedacht haben, so, wie ist der jetzt da auf eine exponierte Liste gekommen, wahrscheinlich weil er auch wieder eng eine Konsenskonstellation war. Und das ist doch gerade der Zutritt, den ich als Pirat habe. Ich muss mich ja nicht erst 10 Jahre hochdienen. Nein, das meine ich auch nicht. Ich muss aber in dem Moment, wo ich den Entschluss fasse, für in einer politischen Partei mich zu exponieren, muss ich anfangen, mich innerhalb dieser Partei zu vernetzen. Ja, es gab Kandidaten, die sind gewählt worden und in dem Moment abgetaucht. Die haben nicht stattgefunden, die haben sich keinen Millimeter bewegt. Und jetzt kommt der springende Punkt. Andere Kandidaten, die sich den Arsch aufgerissen haben, haben diese Leute mitgeschleppt. Und jetzt nennen wir das Ding mal beim Namen. Es hätte Kandidaten in dieser Bundestagsfraktion gegeben, die dahin geschleppt worden wären von bestimmten Leuten, die sich persönlich
bis aufs Letzte für dieses Ding den Arsch aufgerissen haben, die finanzielle Einbußen hingenommen haben, die ihre Familie vernachlässigt haben, die in ihrem ganzen Umfeld wahrscheinlich einen riesen Flurschaden angerichtet haben, weil sie dieses Ding gelebt haben. Und dafür sind sie da im Nachhinein noch in den Arsch getreten worden und haben die schwarzen Peter in die Schuhe geschuldet bekommen. Und das kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Und da sind wir nämlich bald größer bei dem Thema Vertrauen. Wie soll so ein Mensch denn Vertrauen entwickeln, wenn ich ihn nicht kenne? Ja, die Leute, mit denen ich eng in der Piratenpartei zusammenarbeite, die kenne ich alle, denen vertraue ich auch. Da laufen dann diese Dinge. Gut, wir müssen ein bisschen... Ich hätte ganz kurz eine Frage an Melanie zwischendurch, weil Janis das gerade erwähnt hatte. Sag mal, nur mal so aus meiner Neugier, ist ja hier auch durchaus mal erlaubt. Wie viel hast du ungefähr von deinem eigenen Geld investieren müssen als Spitzenkandidat und Schätzungswahl? Über den Baum. Ja, das ist gut. Ich habe die Abrechnung immer noch nicht gemacht, Steffi. Ich bringe es nächste Mal mit. Also ich habe erstmal 2 Monate unbezahlt Urlaub genommen, weil ich gesagt habe, ich möchte das Ding ganz machen. Das Schätzen ist schon schwierig, weil ja, du fährst halt super viele Kilometer. Es ist eine Menge. Es ist eine Menge, okay. Joachim. Ja, also die 2 Monate unbezahlten Urlaub treffen auf mich und einige aus der jetzigen Landtagsfraktion für den Wahlkampf 2012 auch zu. Das ist nochmal am Rande. Da muss man sich von der Kassiererin des Bundesvorstands in den Hintern treten lassen. Das ist ein anderes Thema. Der Harald hat gerade ein ganz wichtiges Thema angesprochen, nämlich das mit dem Vertrauen. Und wir hatten das gerade in der Arbeitsgruppe Kultur. Ich versuche es möglichst kurz zu machen. Da ging es nämlich um die Frage Bewegung oder Partei. Und dann kam man sehr schnell überein, die Mehrheit zumindest, dass das kein Widerspruch ist. Aber wenn dann aus der Bewegung, aus der Partei heraus, und ich sage das aus der Sicht eines Mandatsträgers jetzt mal, Leute in die erste Reihe gewählt werden, die dann in ein Parlament kommen und mit politisch anderen Positionen, und das sind beileibe nicht alles Idioten, die in den anderen Fraktionen sitzen, konfrontiert werden, und dann dort reagieren müssen auf etwas, wo die Partei vielleicht noch keine Position entwickelt hat, dann sind die Gewählten zunächst mal potenzielle Verräter. Das ist so. Und damit muss die Bewegung leben, dass das so ist. Und von daher ist Vertrauen ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Man kann sich immer zu dem, was man dann gemacht hat, auch rechtfertigen und auch mal einen Fehler eingestehen. Habe ich das gerade richtig verstanden? In der Runde habt ihr darüber diskutiert, ob Bewegung oder Partei? Richtig. Und das Ergebnis war, es ist beides. Es muss kein Widerspruch sein. Und dann wurde die Frage gestellt, was ist eigentlich das Problem? Das Problem ist... Weißt du, was das Problem ist? Also ich frage das einfach mal, könnte das Problem nicht auch sein, dass offensichtlich wir uns um keinen Preis der Welt zu irgendetwas festlegen wollen. Wir sind wir sind eine Bewegung, wir sind eine Partei, wir sind ein Recht, wir sind alles irgendwie. Dafür stehe ich nicht, ich lege mich fest und ich kriege dafür auch schon mal auf die Fresse. Ja, aber Politik als auch Eier zu haben. Leute, wir müssen zeitlich ein bisschen gucken. Bitte die Fragen kurz halten und bitte vor allen Dingen auch die Antworten kurz halten. Der Uwe, bitte. Ja, ich hatte einen kurzen Redebeitrag im Kopf, merke aber, es passt gar nicht hier hin, weil wir sind noch in der Kritikphase und es gibt nachher ein Podium, glaube ich, wo es dann in das, was lernen wir draus und wie gehen wir dann in die Zukunft gehen. Das Problem ist, ich denke mal, da ist wahrscheinlich wieder nur noch ein Drittel der Leute da, deswegen ganz kurz. Was wir gemerkt haben, ist, viele sind sich relativ einig, was falsch gelaufen ist. Und es liegt meiner Meinung nach mit auch daran, dass es halt organisatorisch nicht möglich war, das Richtige, was auch schon zum Teil vorher bekannt war, umzusetzen. Und das liegt, wie es auch zum Teil gesagt wurde, sicherlich mit auch an der Organisation im Bundesvorstand. Learning daraus muss meiner Meinung nach sein, wir müssen Leute wählen in den Bundesvorstand, die organisieren können, die gute Manager sind und nicht unbedingt die, die an der rechten Nasenspitze irgendwie einem gefallen. Ich weiß nicht, wollt ihr da auch in die Richtung gehen, vielleicht müssen wir was bewerben. Das ist jetzt aber keine Frage an das Podium. Nee, das ist eine Frage ans Podium. Beitrag an die Runde nachher. Okay, machen wir so. Okay, dann würde ich bitten, den Mikkel dann. So machen wir es. Da das bei mir auch schon fünf, nehme ich den Urlaub mit. Okay. Wer ist der nächste Holger? Also groß, mein Gott. Ja, also erstmal die Frage an den Journalisten. Franz Rother. Ja, Franz. Ja, Rother. Ja. Er wusste, was er gemeint hat. Stimmt es, also würde es ungefähr zutreffen, wenn ich sage,
was wir gemacht haben, ist, dass wir nur dann Nachrichten produzieren, wenn wir unter uns untereinander streiten, weil wir inhaltlich einfach zu wenig Nachrichten produzieren. Weil die Inhalte, die Auseinandersetzung untereinander für die Öffentlichkeit spannender ist, als das, was von Sachthemen nach draußen getragen wurde. Und das ist dann die Reaktion. Da wird zu viel getwittert, geblubbert, und das wird dann im Endeffekt spannender, als was man an Sachthemen zur Ausspähaffäre, Vorratsdatenspeicherung vielleicht anzubieten hat. Ich sagte ja, da findet eine Selektion statt und da sagt man, okay, das ist dann eher unterhaltend und nicht informierend. So funktioniert Öffentlichkeitsarbeit und so funktioniert Presse. Insofern muss das frühzeitig professionell gesteuert werden, damit die Informationen an die richtige Stelle kommen und andere Sachen dann überlagert werden, die eigentlich nicht in die Öffentlichkeit gehören. Ich hätte noch eine Kleinigkeit zu beachten. Du hast eben gesagt, führen durch mit Konsens. Ich mache einfach mal die Provokation. Ich halte Konsens für eines unserer größten Probleme. Ich halte Approval Voting für den letzten Scheiß und ich halte die Sache, dass wir immer zu fünft oder zu zehnt an Pressemitteilungen arbeiten und am Ende ein Konsens dabei rauskommen soll, der irgendwie nett sein soll, für genau unser Problem. Wir kriegen nichts in die Medien, weil wir nicht wagen, mal die Klappe aufzureißen und wirklich mal was zu sagen. Wir machen alles im Konsens und alles nur nett. Da kann ich hier ganz kurz zu antworten, was den Konsens angeht. Es kann auch Konsens sein, dass man zu einem gewissen Thema einen Dissens hat. Das muss man dann aber mal machen, dann muss man Mut haben, für diesen Dissens einzutreten. Ich bin da jetzt keiner, der auf Frieden und Harmonie gebürstet ist, ganz im Gegenteil. Aber häufig ist es ja so, dass wir bei einer Problemlösung ein polares System haben, plus oder minus, rechts oder links oder sowas, und die Lösung ist was ganz anderes als das. Und wie soll man auf die Lösung kommen, wenn man es immer nur zwischen diesen beiden Polen streitet? Das meine ich mit konsensorientierter Politik, nach neuen Lösungen suchen. Hacken bitte. Ja, ich könnte jetzt weit ausschweifen. Ich habe auf dem Mannesparteitag dazu, glaube ich, schon vieles gesagt. Das Thema Vertrauen halte ich für mit das Wichtigste. Ich habe auch im Wahlkampf als Vorsitzender erlebt, dass mir offen misstraut wurde in meinen Entscheidungen. Ich muss da auch eine Lanze brechen für Melanie, die sich immer wieder an mich gewandt hat und mir gesagt hat, wo sie Probleme hat, wo wir ihr helfen können. Wir müssen dieses Vertrauen einfach auch einfordern. Wir müssen aktiv auf Leute zugehen, die einem misstrauen und sie zur Wahl stellen davor, willst du jetzt diesen Weg mit mir gehen oder willst du ihn nicht mit mir gehen? Wir haben eine Streitkultur, wo man sich blockt, wo man sich entfollowt. Ich bin der Meinung, dass wir diese Diskurse nicht auf Twitter austragen, sondern dass wir solche Veranstaltungen wie heute hier nicht erst machen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern dass wir die häufiger machen müssen. Weil ich hier erst feststelle, dass diese ganze Online-Scheiße, die wir da abziehen, nicht funktioniert. Ja? Es funktioniert einfach nicht und das müssen wir endlich mal begreifen. Solange wir online unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben, solange wir online auch nicht ein Diskussionsmedium gefunden haben, was die Leute mitzieht, was die Leute sich einbringen lassen kann, können wir es vergessen. Also müssen wir mehr offline miteinander zu tun bekommen. Weil ich immer wieder feststelle, dass diese Veranstaltung, das sehe ich auch an der Runde hier, die sehr gemischt ist, die Sachen gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Ein Achim hat im Wahlkampf unheimlich geholfen, indem er einfach Impulse gesetzt hat. Joachim hat mit seiner Erfahrung geholfen aus dem Parlament heraus und den Erfahrungen, die er damit gesammelt hat. Und Melanie hat einfach durch ihre Art und durch ihre Power sehr viele Leute im Wahlkampf mitgerissen. Paki, das ist ja nett, dass du jetzt hier mir Reden verteilt. Wir müssen sehen, dass wir die Diskussion ein bisschen weiter... Ich will nicht das nächste Mal! Nein, ich will gar nicht nochmal gewählt werden. Ruhe jetzt. Lass mich kurz noch eine Sache sagen. Johannes würde gerne kurze Anmerkung dazu machen. Ja, zum Thema Parteikultur, der Begriff Kultur fällt und dann fallen meine... was ich gerne einfordern würde, wäre tatsächlich, dass wir über die strukturellen Probleme, die wir jetzt in unmittelbarer Zeit schnell und nachhaltig lösen müssen, es vielleicht auch im Hinterkopf behalten, dass wir anfangen müssen, eine Parteikultur zu entwickeln. Weil ich glaube mittlerweile, dass wir gar keine haben.
gut, ja. Okay. Das wäre auch die Aufgabe hier für die Runde. Ich bin auch schon zum Schluss gekommen. Ich wollte nur eins sagen, ich danke euch alle recht herzlich. Ich habe eben gerade 280 Euro für Alexandra gesammelt. Geil, danke. Okay, ich schließe auch hiermit dann, wie sagt man so schön, die Rednerliste. Weil in Anbetracht der Zeit und ihr wollt gleich noch rauchen gehen, machen wir noch die drei Fragen und dann noch abschließend. Bitte. Ja, ich habe auch kandidiert für den Bundestag als Listenplatz 1 in Hessen. Habe also auch ein bisschen Erfahrung aus dem Wahlkampf. Und ein Thema, was mir jetzt noch nicht weit genug angesprochen worden ist, ist eigentlich so diese ganze Vorbereitungsphase im Vorfeld. Wir haben ja länger als ein halbes Jahr vorher gewusst, dass der Bundestag kommen wird, für Hessen auch eine Landtagswahl dazu. Und wir haben im Grunde anderthalb Jahre vorher eine Projektgruppe PG-Wahlen oder eine AG-Strategie auf Bundesebene gehabt, die eigentlich das vorbereitet hat. Und jetzt haben wir, es gab eine Arbeit in der AG-Strategie, es gab da Tonalitäten und Ideen, es gab Slogans, die da ausgearbeitet wurden. Aber zum einen haben wir sehr viel Personalwechsel, auch in der Büfo-Betreuung in dem Bereich gehabt. Und wir haben halt auch kein professionelles Kampagnenmanagement oder sowas gehabt, das irgendwie wirklich das zielgerichtet vorangetrieben hat. Also wir hatten viele Leute, die da bereit waren mitzuarbeiten, aber da hat es einfach ja an dem Wissen, an dem Vorgehen und irgendwie im richtigen Moment, an dem richtigen Einsatz gefehlt, dass wir das irgendwie zu einem erfolgreichen Ergebnis geführt haben. Und das war letztendlich dann doch relativ kurzfristig was hingezimmert aus dem, was da war. Das muss man irgendwie ehrlich sagen. Und da haben wir die Zeit, die wir im Vorfeld hatten, vertan. Und dann gab es noch eine zweite Position, die wir zeitlich völlig verkackt haben. Wir haben gewusst, dass wir halt sehr viel mehr Pressearbeit machen, sehr viel mehr Öffentlichkeitsarbeit machen müssen in der Wahlkampfzeit. Wir haben eine Ausschreibung gemacht, die im Mai hätte besetzt werden können zur Verstärkung der Pressearbeit. Und wir haben letztendlich im August dann jemanden gefunden, der Halbzeit dann uns unterstützt hätte, obwohl wir halt irgendwie seit Mai da personell stärker aufgestellt sein können. Finde ich, ist ein extremes Problem und da haben wir auf Bundesebene einfach nicht die Ressourcen uns auch geholt, die wir für so einen Wahlkampf gebraucht hätten. Ich füge da noch was an. Joachim, du hast noch Ende 2012 im Interview gesagt, wir wissen, wir haben ein Kommunikationsproblem. Und dann ist offensichtlich ein Jahr lang nichts passiert oder nicht dran gearbeitet worden. Oder vielleicht reicht das auch nicht, dass man sagt, wir haben ein Problem, sondern man muss auch was tun. Meinst du jetzt die Fraktion oder die Partei? Ich glaube, ich habe das im Interview auf die Partei bezogen gesagt und die Fraktion. Natürlich, was ist denn besser? Nein, es macht es nicht besser, aber natürlich haben wir daran gearbeitet. Es ist halt so, dass wir bei dem Umsetzen guter Ideen, die sowohl in der Fraktion als auch in der Partei en masse rumliegen, ziemliche Reibungsverluste haben aufgrund eines Punktes, der schon angesprochen wurde, nämlich mangelndes Vertrauen oder Detail-Fickfakten mit irgendwelchen Formulierungen oder sowas. Was die Fraktion betrifft, kann ich durchaus sagen, wir sind da besser geworden, aber wir können noch besser werden. Was wollen wir machen? Ich bin gespannt. Das heißt, die klassische Politik 1-0-Antwort. Ich bin gespannt. Ich werde dich dazu noch mal befragen im Jahr. Da habt ihr noch eine kurze Frage an den Herrn Rother, weil ein ganz spannender Zeitpunkt im Wahlkampf fand ich die Umfrage, wo die Piraten bei 4% standen. Da gab es einen Spiegelartikel dazu und das ging durch ein paar andere Zeitungen auch durch. Und wir haben in Berlin die Erfahrung gemacht, in dem Moment, wo man mit die können reinkommen, es ist ganz knapp in den Umfragen steht, dann entsteht so ein Sog, dass sich mehr Leute damit beschäftigen, dass mehr Journalisten aufspringen und sagen, was ist denn da los? Das war aber dieses Mal überhaupt nicht der Fall. Also insofern die Frage, wie haben Sie diesen Moment im Wahlkampf erlebt? Irgendwie, warum hat es da nicht gezündet? Weil ich glaube, dass auch noch andere Parteien irgendwie überlegen gekämpft haben im Bundestagswahlkampf. Und es auch nicht geschafft haben. Die es dann auch nicht geschafft haben, absolut. Und die schon eine andere Historie haben. Insofern haben die eine höhere Wertigkeit für uns, wie gesagt, auch als Wirtschaftsmedium gehabt. Und insofern hat man sich stärker auf die konzentriert und die sind gescheiter, obwohl sie eine professionellere Pressearbeit hat. Ja, das sollte zu denken geben. Wobei ich wirklich überrascht war, in der Wirtschaft auch überhaupt so viel zu den Piraten zu finden. Wenn ich jemand gefragt hätte, hätte ich gedacht, hätte das nicht. Aber nein, immerhin. Das habe ich ja geschildert. Es gibt viele junge Leute bei uns, Redakteure, die sich für das Thema interessieren. Wir stehen in einem Transformationsprozess gesellschaftlicher Art hin zu einer digital getriebenen Gesellschaft. Das betrifft uns als Medium und deshalb nehmen sie uns teilweise vor, bestimmte Prozesse, vielleicht nicht für die Redaktionskonferenzen, aber um zumindest eine Sensibilität zu kriegen für bestimmte Themenfelder. Und das ist wichtig und deshalb finden die auch Gehör, wenn sie mit solchen Themen dann kommen.
wenn dann Themen angeboten werden. Wenn Themen angeboten werden. Jürgen, biete uns bitte ein Thema an oder zumindest eine Frage. Meine Frage an Sie. Sie sind der erste Journalist, mit dem ich hier sprechen kann. Wir haben einen von der WAZ da gehabt, der hat nicht mit mir gesprochen und hat mir versprochen, aber über unsere Versammlung zu berichten. Jürgen, bitte, die Frage. Gehört dazu, er will sie einfliegen. Sagen Sie mir doch mal, warum Sie über die AfD mehr berichten als wir über die Piratenpartei. Die AfD ist im Prinzip, ich mache jetzt genau wieder verkehrt auf. Die AfD vertritt Wirtschaftsthemen, diskutiert Wirtschaftsthemen, da geht es um Kernthema Zukunft Europa, Währungsunion etc. pp. Dahinter stehen fundierte Meinungen, profilierte Professoren, Positionen, die man diskutieren kann. Eine Mauer aus, ja, aber gut, hier habe ich nur Sachgebietssprecher, die vielleicht 14 Tage zuständig sind. Und insofern. Dann gibt es den Laden doch noch gar nicht. Ja, die kennen wir schon eine Weile, auch den einen oder anderen Herrn Luckel kennen wir schon eine Weile. Insofern setzt man sich mit den Themen schon mal auseinander. Die haben auch kritische Entwicklungen durch Zuwechsel in Bereichen, die man ungern hat. Aber der Kernbereich ist sozusagen Eurokrise. Und Eurokrise ist ein zentrales Thema für uns. Und insofern beschäftigen wir uns intensiver auch mit deren Position in dieser Frage. Wie sind diese Positionen? Austritt aus dem Euro. Ist das eine Frage, die alternativ ist? Wir brauchen hier aber nicht den Programmsatz der AfD zu diskutieren. Noch diese beiden Fragen bitte. Guten Tag, Herr Rother. Kennen Sie die Bundesparteitagsbeschlüsse der Piraten zum Europäischen Rettungsfonds? Nicht im Detail, aber ich habe mir gestern beispielsweise mal das Parteiprogramm angesehen, der Piraten. Ja, ein bisschen spät, ich gebe ja recht zu. Ich habe es relativ kurzfristig erfahren von diesem Termin. Ich habe es mir angesehen, ich habe festgestellt, es sind viele hochinteressante Positionen, die ich durchaus sympathisch finde. Die gab es auch schon vor der Wahl. Die gab es auch vor der Wahl. Das hätte man vielleicht, ich sage ja, da hätte man auf eine gewisse Weise gesteuert werden müssen. Und darauf hingewiesen werden müssen, dann hätten wir uns vielleicht auch intensiver damit auseinandergesetzt. Also wir schreiben eine Luftpressemeldung gerade zu den BPTs. Sie sagen, Sie kommen von der Wirtschaftszeitung, haben keinen blassen Dunst, was jetzt die Piraten zur Euro-Rettungsposition vertreten. Nee. Schreiben wir lieber über geplatzte Kondome. Also das ist mein... Nee, da haben die nicht drüber geschrieben. Die haben wir damals überhaupt keinen Notiz von genommen. Ja, ich kann tausend andere Beispiele nehmen. Wir haben eine Position zu einem bestimmten Thema und da kommt gar nichts, aber ich habe dieselbe Position vertritt, da kommt gar nichts. Sie sagen, wir sollen Inhalte transportieren oder mal liefern und dann wird nicht darüber geschrieben. Wir werden über die geplatzten Lieferung nicht angekommen. Ich glaube, andersrum wird der Schuh nämlich raus. Du hast nicht vernünftig geliefert oder nicht richtig verkauft. Verbessern Sie mich, wenn ich mich täusche, du hast keinen Anspruch drauf, dass irgendein Blatt, irgendein Medium auch berichtet. Und selbst wenn du das Thema noch so toll findest, das mag man Pressefreiheit nennen, das mag man auch Wettbewerb oder Verdrängung nennen, völlig egal. Ja, dann sollen die Leute mir nicht erzählen, wir würden keine Position haben, wenn sie ihn nicht lesen. Das ist nur ein Problem. Mir wurde gerade angesprochen, die Zusammenstellung der Landesliste, das wurde mit dem grünen Pullover hier angesprochen. Dass da eben sehr seltsame Leute auf die Liste kommen und die Leute, die wirklich Arbeit machen, nicht auf die Liste kommen. Schau dir in NRW auf der Landesliste mal an, wo die Leute herkommen, die dann auch im Landtag eingezogen sind. Bei dieser Listenaufstellung war nicht so entscheidend wie der Wohnort des Kandidaten. Das hat mit Demokratie, mit Basisdemokratie gar nichts mehr zu tun. Mit einem Delegiertensystem, das ist so das rote Tuch hier, bin ich bei den Grünen wesentlich demokratischer vertreten. Sind wir hier, um über die Probleme zu sprechen? Ja, oder? Ich will nur sagen, das wäre aber ein Beitrag für das Strukturforum. Da sehe ich es eigentlich, ehrlich gesagt, besser auf. Ja, das eigentliche Problem ist aber, dass die Leute hier immer von Basisdemokratie schwätzen, aber es an der Basis noch nicht mal ansatzweise umgesetzt bekommen, noch nicht mal die Probleme sehen, die damit verbunden sind. Leute, ich würde gerne, also ich hatte dir gesagt, du hast deine Frage getan. Wir haben ein Problem, ein zeitliches Problem. Ich würde selber gerne hier noch bis heute Abend weiter diskutieren, aber ich habe noch
100 Fragen, die da liegen für jeden Einzelnen hier. Und es sind auch sehr interessante Sachen dabei, aber es hilft leider nichts. Bitte. Ich werde jetzt den Reporter nicht mehr schicken, keine Angst. Mir geht es eigentlich darum, wieder zurückzukommen, wir haben die Wahl verkackt. Es ist egal, ob wir aus Berlin, NRW, Fraktion, irgendwelche Ämter haben, Buffer haben, sonst was. Wir müssen uns alle im Klaren darüber sein, wir Einzelne haben diese Wahl verkackt. Wir müssen einfach dahin kommen, wie transportieren wir unsere Themen nach außen. Der Punkt folgt, wir platzieren Köpfe. Die Köpfe werden nicht von uns gemacht, ganz wichtig. Die Köpfe werden von der Öffentlichkeit gemacht. Die Köpfe als solches werden von der Öffentlichkeit gemacht. Ein Reporter mag irgendjemand, der wird dann platziert. Er hat ein Thema und der wird nach vorne kommen. Wir dürfen eins nicht vergessen, wie Marlina damals bekannt geworden ist, zum einen. Zum anderen, an die Frage an euch fünf oder sechs. Wie schaffen wir es am besten, dass wir unsere Struktur und unsere Probleme nach vorne bringen? Okay. Lösen. Ich würde diese Frage gerne für das Abschlussstatement nutzen von jedem Einzelnen. Wie sehen wir das, wie können wir unsere Sachen vernünftigerweise am besten nach vorne bringen? Ich würde beim Achim gerne anfangen wollen auf der Seite. Also dazu habe ich auch schon mal geschrieben, unter dem Thema her mit der Kohle, da geht es mir aber nicht ums Geld, sondern um eine vernünftige Methode, wie wir im Bereich Ämter und Beauftragung qualifizierte Leute erkennen können. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, um die Leute vor sich selbst zu schützen, dass die nachher nicht sagen, hätte ich vorher gewusst das. Und um die Leute, die von diesen Leuten fremdbestimmt werden in dem Moment, auch davor zu schützen. Also eine Art Qualitätskatalog für Einzelne. Ich habe es für den Bereich Presse mal gemacht. Das sollte gemacht werden für den Vorsitzenden, das sollte gemacht werden für Themenbeauftragte. Und dann sollte man sich eine Art Scoring-Verfahren oder Ähnliches überlegen, was dann etabliert werden kann. Das ist also kein klassisches Bewerbungsverfahren, sondern dass man wirklich gute Leute, von denen man auch nicht nach zwei Monaten oder einem Monat enttäuscht wird, an die Positionen bekommt, an denen man sie auch haben möchte. Okay, also Bezahlung im Prinzip oder bezahlte Stellen schaffen. Habe ich es richtig verstanden? Nee, also Geld nur in dem Bereich, wo es notwendig ist. Es wird ja immer sehr häufig gesprochen von den Zeit- und Geldprivilegierten. Also ich war so einer, weil ich war in Elternzeit und hatte tagsüber Zeit und konnte deshalb die Pressearbeit machen und war Ansprechpartner für die Medien von morgens 6 bis abends um 6 oder 8. Da muss überlegt werden, wie kann man Leuten, die sich für diesen Job interessieren und auch die dafür qualifiziert sind, wie kann man denen das ermöglichen? Aber das gilt nicht für Leute, die jetzt in ihrem Bereich arbeiten, beispielsweise in einem Arbeitskreis, der sich abends trifft oder am Wochenende trifft. Es geht also wirklich jetzt nur um die Leute, die präsent sein müssen, die Aufgaben haben wie der erste Vorsitzende, die irgendwo vor Ort sein müssen, also physisch präsent sein müssen oder halt zeitlich. Ja, wo ist er denn die Frage gestellt hat? Also ich würde gern zwei Punkte dazu äußern. Das eine hat Herr Rother eigentlich implizit oder auch explizit in seinen Ausführungen schon gesagt, dass es ein bisschen mehr Kontinuität der Persönlichkeiten und Gesichter in der Partei, das ist, denke ich, wesentlich, dass man halt nicht diesen Daueraustausch fährt, damit mit diesem Rotationsprinzip sind die Grünen ja auch schon vor die Wand gefahren, wir hatten das ja vor x Jahren schon, das heißt, wir müssen im Prinzip den Fehler, den die Grünen damals gemacht haben, nicht nochmal machen. Und das andere ist auch ein bisschen Kontinuität und Verlässlichkeit in den Inner- und außerparteilichen Kommunikationsprozessen. Und damit meine ich auch sowas wie eine Netiquette. Wenn wir die zwei Sachen hinkriegen und sachlich, aber hart über unsere Themen streiten, intern und auch extern mit den politischen Gegnern, dann sollte uns das gelingen, ein paar mehr Bürger davon zu überzeugen, mitzumachen und Politik als das zu begreifen, was wir immer sagen, eine Mitmachangelegenheit. Aber so verscheuchen wir ja jeden, der sich denkt, im politischen Geschäft, da wird nur geranzt und gebasht und sowas, da will ich nicht, das ist eklig, da will ich nicht dabei sein. Ne? Wir stehen ja für eine, ich sag mal, Kommunalpolitik der Mitbestimmung, Bürgerhaushalte und so weiter. Das kriegen wir aber nur umgesetzt, wenn man zeigt, dass es auch mit einer harten, aber sachlichen Auseinandersetzung geht und nicht mit dem Gerente. Danke. Ganz kurz gesagt, mit mehr Mut und Vertrauen untereinander. Eine perfekte Antwort. Johannes, plus eins. Und dann bitte noch einen Robert. Ach du. Ja. Ich habe gedacht, hätte man letzte Wort. Vielleicht geht es dann gleich weiter. Kommt mit euch selbst ins Reine, das scheint mir das Wichtigste zu sein.